ASMR-Song-Battle, also ein ASMR-Video-Song-Battle und schauen, was, also ich reagiere drauf, wir gucken kurz rein, hören uns Sounds an und ich werde es bewerten, es ist etwas subjektiv, aber ja, welches Video das Beste ist von allen denen, die eingereicht werden. ASMR Best Friend macht das Make-up für sie zum ersten Mal und hat keine Ahnung von dem Make-up. Aber ich bin super gespannt, wie er mich gleich schminken wird. Komm, ich hab dir jetzt schon geholfen. Perfect Cover Foundation and Concealer steht da drauf. Willst du es mal in die Kamera halten? Am besten zeigst du immer alles. Was ich liebe, wenn man es mit... Was ich, also, Miss Me hat einen unheimlich krassen Werdegang auf YouTube und vor allem TikTok gemacht. Da kann sie ultra stolz auf sich sein. Was ich aber lustig finde, wenn man selbst ASMR macht und dann mit jemandem das erste Mal macht, kommt genau die Reaktion so, halt mal in die Kamera rein, dies, das und das. Es ist sehr strukturiert oftmals, finde ich sehr, sehr, sehr cool. Klick mal so ein bisschen durch. Bisschen besser. Ich glaube, da geht noch ein bisschen was, oder? Du hast halt in dem Video sehr wenig reine Trigger, finde ich persönlich nicht schlimm. Im deutschsprachigen Bereich hast du es ja schon sehr gerne, wenn oft Trigger da sind. Und ja, das ist doch super. Dadurch, dass so viel Concealer ist, brauchst du mich unter den Augen gar nicht noch mit Lidschatten. Ich hatte eigentlich... Was ist Concealer? Leute, was ist denn ein Concealer? Sagen, das Controller reinigen, was insane ist. Von beiden gefällt mir das jetzt auch ein Ticken besser. Es gibt Videos, die ich besser von der guten Miss Me finde, als das drüben gibt es. Aber in dem Fall gewinnt das hier. So. Oh, oh. Guten Tag zusammen. Willkommen zu meinem neuen Video. Folgen Sie. Was? Ich kenne das nicht. Ich kenne es noch nicht. Schnell. Schnell. Langsam. Langsam. Schnell. Yes, first, ein Bier. Ein professioneller German. Relax, relax, relax. Relax.
jetzt ein VW oder was genommen oder Mercedes? Hat jeden Trigger übersetzt. Relax. Ich persönlich mag sehr gerne Tom seine Videos, weil ich sie schon seit Anfang an halt kenne und alles. Deswegen, ja. Joystick, Joystick, Joystick. Na, Joystick ist nicht Minion. Oder auf Deutsch Joystick. Okay, wir gucken mal weiter. Okay, wir gehen rüber zu Nick. Und das ist natürlich ein komplettes Kontrastprogramm. Alleine der Anfang. Wie er es immer macht. Zu einem weiteren Video hier auf diesem YouTube-Kanal. Ich bin froh, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch allen einen sehr, sehr guten Start in das neue Jahr. Mögen alle eure Wünsche in Erfüllung gehen und ich wünsche mir auch für euch, dass ihr Dinge durchzieht, die ihr euch schon lange vorgenommen habt und zu euch findet, mehr und mehr. Das wäre auf jeden Fall ganz nice. Das wünsche ich natürlich jedem in dieser Fenchel Gang. Willkommen an alle, die neu dazugekommen sind, vor allem auch durch TikTok. Ich stream ja mittlerweile auf TikTok und mache da auch Videos, die echt gut ankommen. Die Stimme ist natürlich krass und die Qualität. Nick ist schon seit dem ersten Video, was er gemacht hat, ein absoluter Audioqualitätsfreak im positiven Sinne. Also nichts Negatives. Und das ist natürlich insane. Insane. TikTok, folgt ihm da auf TikTok. Er streamt dort auch. Schaut da gern vorbei. In diesem Video. Ich habe mit Angelina Avatar geschaut im Kino. Bei so simplen ASMR-Triggern wird man schon nachdenklich. Ganz liebe Grüße an alle ASMR-Kollegen da draußen, die mich kennen und die ich kenne. Ich hoffe, ihr habt alle noch ganz viel Spaß an ASMR-Videos. Ja, das natürlich ist natürlich insane, wie auf TikTok heißt, weiß ich nicht. Gib mal Nick Jameson ASMR ein. Links finde ich lustig, rechts finde ich es von den Triggern her natürlich insane besser. Next one, wir haben hier. Das ist ein Lied. Ja, das war, glaube ich, falsch eingereicht. Und dann haben wir mein first ASMR-Video in Schwedisch. Wir hören da mal kurz rein. Da muss ich zu sagen: Pierre G. Hey, hier Mordu. Welcome to this video. Wisst ihr, was ich lustig finde? Er sieht immer sehr Jesus-like aus und hier ist irgendwas mit Jesus eingereicht worden. Have helped me with these expressions and these words. Er ist eine ASMR-Legende. Absolute ASMR-Legende. Und ja, wir schauen mal, wir lernen mal ganz kurz was. Wir nehmen My Name is Pierre. Auf Schwedisch. Wir gehen mal in die Lernphase rein. Jag heter Kenny. Jag heter Pierre. Jag heter Kenny. Jag heter Pierre. Jag heter Kenny. Jag heter Pierre. Jag heter Kenny. Also ich feiere sowas. Also auf jeden Fall das ist weiter. Keine Frage. Kann man nicht reinhören. Jetzt ist krass. Mit einem meiner Favoriten ASMR-Disten und Videos ASMR Follow the Light, weil sehr viel Mouth-Sounds auch beinhaltet. Die Sache ist die, ich liebe ja Mouth Sounds, das ist mein Trigger überhaupt. Ich, bei mir kribbelt alles hinten dran, es ist krass insane. Light Bulbs makes a little sound like that. Es
Es sind 2 oder 3 Sounds bearbeitet und nochmal mit reingemacht. Mega krass. Die Sache ist, die, was halt jetzt kommt, ist natürlich einfach viel zu krass und zu gut. Ich kenn's. Isaac macht insane Mouth Sounds Videos, das weiß ich. Liebe ich. Es gibt ein Video von ihm, das höre ich immer beim Bearbeiten von meinen Videos nebenbei. Vielleicht reicht es irgendwann mal jemand ein. Also, es sind Mouth Sounds, sind immer sehr ähnlich. Ja, und dann kommen wir nochmal zu dem Lied. Lasagna, bitch, lasagna. Look at these Sarah's, they're just crying for their mama. Bitch, lasagna. Ja, wobei. Bitch, lasagna. These Sarah's ain't nothing but a bitch, lasagna. Ich glaube, ich schmeiß es raus, weil das sonst sich immer hochmogelt. Es sind auch mehr für eins. Okay, ich bin bei euch. Ihr habt mir das. Haben wir noch gar nicht reingehört, ne? Mit den guten Schweden. Es gibt Käse-Nudelauflauf. Mega nice Videos, checkt sie ab. Mal live, richtig cool. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr seht, habe ich hier... Ich hasse halt Mukbang-Videos. Ich selbst habe erst 3 oder 4 hier hochgeladen. Ich mag's. Ich weiß nicht, warum ich es nicht mag, aber vielleicht weil ich damals irgendwie so asiatische Mukbang echt Fisch lebendig essen irgendwas gemacht habe. Und geguckt habe. Meint nicht gemacht habe. Essen sieht da schon geil aus. Außerdem bin ich ein bisschen kräftiger und kriege immer Hunger dabei. Es sieht mega lecker aus und sie macht so gute Videos. Marlife macht so schöne Videos. Aber ich mag's nicht. Wir gehen näher und lernen was Neues. Jörg Elskatter. Jörg Elskatter. Jörg Elskatter. Jörg Elskatter. Was werdet ihr? Also es kann sein, dass ihr das gut findet. Ich mag sowas gern mit den Namen und so weiter. Also, ich bin nicht sprachbegabt. Okay. Viertelfinale 3. Name dann Kivas ASMR. Sure. Yes.
seems. Sie hätte die Audioqualität irgendwie anders machen können, das Mikrofon neben ihr ist. Ich sehe das Mikrofon gar nicht. It seems nice and smooth. I would just say that. Es hört sich voll komisch an bei mir. Bei euch auch. I would probably recommend. Ist okay. Ich mag sowas. Vielleicht jetzt nicht das, aber ich finde sowas ganz interessant und finde es mega cool. Ja, solche Videos geben immer komische Vibes. Manu. As of late. Hopefully you've been wirklich. Excellent. Okay, und dann einmal Fred versus Link. Mich gerne und ich gerne. Es ist schwer. Ich entscheide mal. Also, Bauchgefühl und so weiter. Es ist schwierig zu sagen, ey, was ist davon mega viel besser? ASMR ist vielfältig. Der eine mag das, die andere mag das. Es gibt Leute, ich mag es zum Beispiel auch, wenn das Video mal nicht so krass professionell ist. Finde ich auch mega cool. Deswegen. Aber, ja, kommt ins Finale. Okay. Wir haben einmal das hier mit leichtem Rauschen im Hintergrund. That's the other thing with fast and aggressive. I feel like you have to really be comfortable being aggressive. Maybe I just need to take the... Gegen ganz klassische Mouth Sounds von Isaac.
Oh, er ist für mich auf jeden Fall weiter. Oh, jetzt aber Finale. Er hat ja jetzt gerade. Also, wir haben. Mach nur. Also es geht ja hier nie irgendwie persönlich über jemanden und es gibt Videos, die super viel krasser sind oder sonstiges. Finale. Mano vs. Fred 1, Mano, Fred 2. Was würdet ihr sagen? Ich hätte es selber nicht gedacht. Aber ich habe da einige Trigger. Gerade echt umgehauen. Gewinner von den eingereichten Videos ist von Markus. Das Video. Von Marno ASMR. Hätte ich gar nicht gedacht. Vielen Dank fürs Einreichen. Wie fandet ihr das? Habe ich mir neu ausgedacht, so. Ich finde es ganz cool, einmal, weil ich ein paar Videos sehe, vielleicht auf die wir dann so komplett mal reagieren können. Und so Mini-Reactions auf ASMR finde ich immer fast sogar teilweise besser, wenn es sehr lange Videos sind.